Und herzlich willkommen zu Let's Play Metin2.de Prios. Ja, ihr seht es, ich bin wieder im Truhen-Leveler drin. Und wie angekündigt, dieses Mal wieder eine Truhe mehr. Und zwar haben wir jetzt 48. Hier liegen noch ein paar Drops von den letzten Malen. Ja, wir haben ja auch schon irgendwie 5 KK drauf. Obwohl ich hier gar nicht die 70er Waffen verkauft habe, sondern auf dem Main. Also kommt da außen ein bisschen Young zumindest rein. Zwar nicht viel, aber ist okay. Und ja, wollen wir gar nicht weiter drum rum reden. Habe ich extra auf Map 1 CA2 hingestellt. Damit zumindest so ein bisschen was im Hintergrund passiert. Ich kann ja auch mal die Sounds hier ein bisschen noch lauter machen. Und ja, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. Direkt Erfahrungspunkte. Komm, mache ich hier mal so Level 23 rote Pots Dämonenklinge, rote Pots. Oh, Titanenschild, das ist nice. Dann Young Erfahrung, Himmelerde Glocke, Tricks. Kriegsmeisterhelm, ah. Himmelstrennarmband, Erlösungsfächer, Potz, Himmelstrenner als Kette, Urkapuze, Potz, Himmelstrenner als Kette, oh, plus 7 sogar, nice. Dann Potz, Drachenmesser, Himmelstrennarmband, auch plus 7, nice. Keine anscheinend hier gerade. Ja, Level 24, nice. Scheine gerade ganz gut plus 7er Sachen zu bekommen. Habe ich ja die letzten Male nicht so gut bekommen. Aber ich mache jetzt hier alles mal ein bisschen schneller auf. Damit es nicht langweilig wird. Ah, Himmelstrennohrringe plus 5 nur. Plus 6. Erfahrung. Erfahrung. Könnte sein, dass wir sogar Level 25 heute schaffen. Jetzt. Ja, da ist es schon passiert. 25 haben wir den schon. Dämonenklinge. Hier Seelensplitterhut, der Charmi 80er Helm. Dann Kardinalshut, der 60er Charmi Helm. Schwarz mit Anzug. Blaue, mittlere Pots. Erfahrung. Ein Armband und Stichwert. Boah, ein paar plus 7er Sachen, aber sehr viel Erfahrung, was natürlich auch ganz nice ist. Ich laufe jetzt noch eben zur Gimi und verkaufe da ein paar Sachen, damit ihr seht, dass das auch ein bisschen Young bringt. Besonders die 70er Waffen, die bringen wirklich sehr gut Young. Ich glaube, die bringen aus der Truhe 1,1 KK. Ist also nicht zu verachten. Ich zeig's euch jetzt einfach mal. Na komm. Da ist die Gimi. Tja, ist ein bisschen langsam. Hier Dämonenklinge. 1,1. Da kommt schon ein bisschen Young rein, ne? So. Ich glaube schon, zumindest wenn man die 70er Waffen nicht braucht. Ja, die anderen Sachen mache ich, glaube ich, Energiesplitter draus. Oder warte, die Pots verkaufe ich noch schnell. Geht ja schnell, die muss er einfach nur reinziehen hier. Ich hätte gerne noch so eine neue Rüstung da gehabt. Oder was von den neuen Schmuck. Aber man kann nicht alles haben. Ich habe ja immerhin hier so ein bisschen was plus 7 bekommen. Hier eine Halskette und. Was war noch plus. Ah ja, ein Himmelstrennarmband war noch plus 7. Ich glaube, der Rest war plus 5 oder plus 6. Schaue ich einfach nachher nochmal. Wir haben aber erstaunlich wenig Russis bekommen, finde ich. Dieses Mal. Mal lass die fallen. Ja, yeah. So. Ja, wenn ihr auch mal euer Glück versuchen wollt, mein Laden steht wie immer hier. Mit den Truhen drin. Fossi-Verkauf. Alles andere sind Faker. Aber. Ja, wenn ihr
Wie gesagt, wenn ihr euer Glück versuchen wollt, ich stehe eigentlich immer hier so im blauen Reich. Da ist das Lager hier Richtung Safe hier, also so in dem Gebiet hier, so stehe ich eigentlich immer. Ich werde dann morgen auch über Tag einen Laden stellen, wenn ich auf Arbeit bin. Also, joa. Dann war's das. Nächstes Mal sind es dann schon 49 Truhen. Es wird echt immer mehr. Aber ja, gut. Das war's dann. Ich bin raus. Bis dann. Grüße, Fossi.